Als ich noch Kind war in Deutschland, war ja noch die Weimarer Republik. Und da hieß es irgendwie, dort wurde mal von der SA ein Kommunist erschossen, ein Sozialdemokrat erstochen, Gewerkschafter verprügelt mit ihren Gummiknüppel. Aber dann hieß es immer so in der Öffentlichkeit, das sind nur Einzelfälle, das ist ein bisschen Wildkraut. Das sind Dummköpfe, sind ein paar Idioten, die leben am Rande der Gesellschaft, die kommen nie durch. Und es wurde ignoriert, weggeschaut. Inzwischen haben sich diese Dummköpfe bekamen immer mehr Zufluss. Immer mehr gab es dumme Wähler, die sie wählten. Und so wurden sie zur Mehrheit und drang ein bisschen die Mitte rein und wurden das Volk. Und das Volk wählte diesen Hitler. Und das war das Ende der Weimarer Republik und Beginn einer 12-jährigen verbrecherischen Diktatur, welche mündete in über 55 Millionen Tote verschiedener Nationen. Mit dem Holocaust und mit dem schlimmsten Fleck der deutschen Geschichte, Auschwitz. Und das möchte ich einen Beitrag dazu, damit sowas nicht wieder vorkommt. Wir sind ja besonders in Deutschland empfindlich, weil hier geschah es schon mal. Deshalb sind wir besonders empfindlich. Und wir sehen ja, welchen enormen Zulauf die haben. Und eigentlich sind doch auch unter ihnen intelligente Menschen, die sie wählen. Nicht nur das Pöbel. Also, man kann intelligent sein, aber als Wähler kann man dumm wählen. Und das sehen wir auch heute wieder in Deutschland. Ich hoffe, dass es uns gelingt, die AfD zu stoppen. Das ist meine Pflicht, als Holocaust-Überlebender besonders, darüber zu berichten. Über die Gefahr, welche wieder akut wird.